Guten Abend, liebe Leserinnen und liebe Leser. Ich melde mich noch einmal wegen der Veranstaltung, beziehungsweise Veranstaltung würde ich sagen, wir machen einfach einen Protest. Wir machen keine Veranstaltung in dem Sinn, sondern wir machen einfach das, was sich die Linken herausgenommen haben. Wir gehen spontan am 17.02. ab den Bahnhofsvorplatz nach Erfurt und protestieren gegen die Schaffung einer weiteren Diktatur in Deutschland. Das ist das Motto, das ist das Motto: weg mit der Scheindemokratie, her mit der echten Demokratie, weg mit Stasi Merkel und Stasi Ramelow. Und weil ich erstens oder beziehungsweise richtig jetzt, weil ich bestimmte Sachen befürchte, damit jeder öffentlich sehen kann, welche oder was wir dort wollen, richte ich einen Appell an die Thüringer Polizei. Und wie ich ja weiß, die am Bahnhof auch immer viel unterwegs sind, an die Bundespolizei, dass sie erstens dafür sorgen, dass unser Recht auf Meinungsfreiheit gewahrt bleibt und nicht durch Linke dort dieser Platz blockiert wird. Denn ich kann mir vorstellen, es werden auch Linke meinen Aufruf gehört haben und die werden alles versuchen, dass wir dort nichts machen können. Das verlange ich einfach nach den Vorgängen von letzter Woche. Und zweitens sage ich jetzt folgende Dinge an die Polizei, die dort vor Ort sein wird. Nehmt sofort jeden fest, der A, irgendwelche sogenannten verfassungswidrigen Kennzeichen oder Rufe macht. Denn wir sind nicht dort, um eine Diktatur zu schaffen, sondern wir wollen im Gegenteil eine Diktatur verhindern. Und nehmt jeden fest, der dort randaliert. Egal welche Seite oder irgendwelchen Stress macht. Denn wir wollen friedlich demonstrieren. Und ich sage es hier ganz klar und deutlich, sollte die Polizei dies nicht tun, dann und sollten solche Vorgänge vorkommen, dann bezichtige ich eindeutig den Herrn Kramer, Herrn Mayer, Rot, Links, Grün und alle, die an dieser Diktatur mitarbeiten, die da geschaffen werden soll, dass sie diese Leute mit Absicht als Spitzel und als Unruhestifter in diese friedliche Menge geschickt haben, um wieder einmal das Bild der bösen Rechtsextremisten zu zeichnen. Also bitteschön, wer auch das Video sieht, da ich ja bei Facebook momentan noch gesperrt bin, ihr könnt das gerne bitte runterladen, überall verbreiten, damit jeder weiß, am 17.02.2020 am Erfurter Bahnhofsvorplatz gehen keine Rechtsextremen auf die Straße. Dort gehen Leute und auch keine, die irgendeine freiheitliche Grundordnung abschaffen wollen oder demokratische, freiheitlich-demokratische Grundordnung, sondern ganz im Gegenteil, Leute, die eine weitere Diktatur verhindern wollen, auch für euch schöne und verschlafene Westdeutsche, die sich langsam in diese Diktatur hineinmanövrieren lassen. Also noch einmal, bitte Polizei, jede Störung, die in Richtung Rechtsextremismus gedeutet werden kann, sofort ahnden, sofort dazwischen gehen. Wir gehen nicht auf die Straße für Rechtsextremismus. Wir wollen auch kein drittes Reich. Wir wollen im Gegenteil das dritte Reich der Frau Merkel und des Herrn Ramelow in Thüringen verhindern. Und jeder, der dort gegen diese Regeln, die ich gerade verlesen habe, vorgelesen oder vorgetragen habe, verstößt, ist nicht unser Freund, ist auch nicht unser Unterstützer, sondern es ist eindeutig ein Feind unserer Sache. Und ich distanziere mich von niemandem, das ist ein blödes Wort. Ich sage nur, dann sind es Leute, die Gehilfen von SPD, Grünen, Linken, Herrn Ramelow, Frau Hennig-Welsow, Herrn Adams, Herrn Tiefensee und Herrn Mayer sind, ne? Und von niemand anders. Das wollte ich auf jeden Fall noch verkünden, weil ich mir schon vorstellen kann, was da schon wieder von Linken, Roten und Grünen, die mit Steuergeldern Terroristen unterstützen, denn der Antifa und ihre ganzen angeblichen Zivilgruppen, das sind keine Zivilgruppen, das sind die Kampfgruppen wie in der ehemaligen DDR. Bloß noch viel schlimmer, die haben sie wenigstens ordentliche Kleidung gegeben. Das sind alles nur wilder, roter Mob. Und von denen muss man alles, bei denen muss man alles rechnen. Wie gesagt, noch einmal, ich wiederhole es, liebe Polizei, wenn ihr
auf der Seite der freiheitlichen demokratischen Grundordnung steht, verhindert erstens, dass unsere Proteste verhindert werden und zweitens verhindert, dass uns Leute eingeschleust werden, die uns wieder mal in irgendwelchen Presseerzeugnissen als böse Rechtsextreme darstellen wollen, die hier die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen möchten. Wir möchten genau das Gegenteil. Soweit dazu und nochmal Wiederholung, 17.02.2020, Montag auf dem Erfurter Bahnhofsvorplatz. Jeder anständige Thüringer, jeder anständige Erfurter, jeder anständige Deutsche sollte uns unterstützen, um diese schlimme Wolke, diese schlimmen Wolken, die da über Deutschland heraufgezogen sind, zu bekämpfen und uns in einem freien Land zu belassen, uns unsere Freiheiten wieder zurückzuerkämpfen, die uns ja schon in den letzten Jahren maßgeblich genommen worden sind, von denen, die sich hier immer Demokraten nennen. Das soll es gewesen sein. Das war euer Egon. Bis morgen zum Geschichtsvideo. Ciao.